Ist das Bürgergeld bald wieder Geschichte? Naja, zumindest wenn es nach der Union geht, soll das eher schneller kommen als langsamer. Denn man plant hier Maßnahmen, wo man ganz klar sagen will, das Bürgergeld ist nicht als Hängematte für faule Leute gedacht, sondern als soziale Grundsicherung. Und da möchte man auch erstens mal das Ganze neu benennen, die Gruppe der Bezieher massiv einschränken und natürlich auch ganz klar sagen, wer nicht nach den Regeln spielt, der fliegt raus. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, die Nachrichten sind im Grunde mittlerweile schon relativ voll davon. Und zwar, hier soll es eine neue Grundsicherung geben statt Bürgergeld, was der CDU-Plan wirklich ändern würde. So titelt zumindest auch der Fokus. Hier haben natürlich hier Friedrich Merz und Carsten Linnemann sich dazu, ja, sag ich mal, einen neuen Namen überlegt, und zwar neue Grundsicherung. Hier, wie gesagt, geht es natürlich darum, dass die aktuelle, ja, der Name Bürgergeld schon verbrannt ist und es vor allem auch in die Irre führen könnte. Man möchte hier zumindest wieder stärker in diesen Fokus reinlassen und sagt, naja, es ist im Grunde kein Bürgergeld, es ist kein, sag ich mal, Grundeinkommen oder sonstiges, sondern es ist eine soziale Leistung. Da war es ja auch so, dass viele Sozialverbände schon gesagt haben, ja, aber das ist ja so ein negatives Framing. Naja, man muss ganz klar sagen, man muss auch Dinge beim Namen nennen dürfen. Und ganz klar ging es ja auch schon in den Bereich mit den Bezahlkarten, wo man ganz klar sagt, naja, am Ende hat jeder zumindest in einem gewissen Bereich die eigene Entscheidung, sich hier weiterzuentwickeln oder zu versuchen, aus dem Bürgergeld rauszukommen. Und wenn nicht, dann eben die Bezahlkarten. Durchaus ist es aber hier auch ein weiteres Thema, denn die massiven Erhöhungen sollen natürlich hier in Zukunft nicht mehr stattfinden. Es sollen kontinuierliche Erhöhungen stattfinden. Plus zudem sollen schärfere Strafen kommen und eine Vermögensprüfung. Hier hat im Großen und Ganzen auch der Spiegel sich das Ganze mal mit den Zahlenwerken angeschaut. Und zwar gehen wir hier im Grunde eine ganz krasse Wende seitens der im Großen und Ganzen CDU-Spitze. Die Kosten für das Bürgergeld im Jahr 2023 um rund 3,25 Milliarden höher. Das vor allem aufgrund der entsprechenden Energiepreise, schlechter Konjunkturentwicklung und vor allem auch natürlich vieler ukrainischer Flüchtlinge, die ins Bürgergeld gewandert sind. Hier sagt Carsten Linnemann ganz klar, wer nicht arbeiten will, muss das nicht tun. Er kann dann aber auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt aufkommt, sagte Carsten Linnemann. Von daher ist es schon so, dass diese Bürgergeldreform hier auch dazu geführt hat, dass es hier, sage ich mal, viele in die Irre geführt hat, denn am Ende ist es ja eine soziale Grundsicherung. Jetzt ist es aber auch so, dass es hier nicht in ein bedingungsloses Grundeinkommen überführt werden soll. Dieses Konzept lehnen wir klar ab, deshalb werden wir das Bürgergeld in neue Grundsicherung umbenennen. Das Bürgergeld in der jetzigen Form wird abgeschafft. Was soll im Grunde natürlich der Fall sein? Es sollen mehr Arbeitsanreize geschafft werden. Hier, die CDU zielt auf eine Reform der Hinzuverdienstgrenzen, damit die Menschen am Ende des Monats tatsächlich mehr Geld in der Tasche haben. Worum geht es im Großen und Ganzen? Bürgergeldempfänger können ja etwas dazu verdienen, aber an der Stelle ist es schon mal so, dass man ganz klar sagen muss, wenn es natürlich hier diese Grenzen gibt, dann wird immer mehr vom Bürgergeld gekürzt. Hier kann man natürlich über diese entsprechenden Themen sprechen. Gleichzeitig geht es hier auch um die Integration von Arbeit und natürlich hier mit Blick darauf, dass man sagt, okay, vor allem natürlich Asylsuchende, die zuerst hier einen Spracherwerb setzen, müssen natürlich darauf setzen und damit hier die entsprechende Arbeitsvermittlung überhaupt möglich ist. Vielmehr lehrt die Erfahrung, dass Spracherwerb gerade auch im Arbeitsalltag stattfindet. Terminpflicht, und das ist ein spannender Punkt, und zwar hier geht es natürlich, wer solche Termine ohne sachlichen Grund nicht wahrnimmt, soll zunächst keine Leistung mehr erhalten. Diese einbehaltenen Leistungen sollen erst dann ausgezahlt werden, wenn der Gesprächsfaden wieder aufgenommen wird. Nach 3 Monaten ohne Kontakt zum Jobcenter soll davon ausgegangen werden, dass keine Hilfsbedürftigkeit vorliegt. Und das ist ja auch was, was man immer wieder sagt. Also wer im Großen und Ganzen auf gut Deutsch die Zeit hat, sich hier im Bürgergeld aufzuhalten, ist es natürlich so, dass man auch ganz klar sagen muss, diese Termine können wahrgenommen werden. Es gibt ja auch diejenigen, die, sage ich mal, in der Zeit arbeiten. Auch da kann man ja mit dem Arbeitgeber sprechen und die Termine entsprechend so legen oder legen lassen mit dem Chef, damit das alles
passt. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist natürlich neue keine Karenzzeit mehr. Hier, wer Vermögen hat, soll nicht mehr auf Solidarität hoffen können. Die bestehende Karenzzeit von 12 Monaten möchte die CDU abschaffen. Ab dem ersten Tag in der Grundsicherung soll es eine Vermögensprüfung geben. Die Grenzen für das Sondervermögen sollen zudem gesenkt werden. Weiterhin neuer Anpassungsmechanismus. Hier sollen die Regelsätze jährlich angepasst werden. Die Preisentwicklung würde dabei nach dem Willen der CDU nicht erst rückwirkend berücksichtigt werden. Unverhältnismäßig hohe Anpassungen wie zuletzt sollen jedoch verhindert werden. Und das ist ja einer der Punkte, wo man ganz klar sagt, naja, das 12% plus ist natürlich eine Hausnummer, vor allem in der angespannten Haushaltslage hat das 1 Milliarden im Großen und Ganzen hier Loch rein gefressen. Was aber durchaus auch bedeutet, man möchte die Beratungsdichte hier im Großen und Ganzen erhöhen. Hier sollen natürlich verbindliche Eingliederungsvereinbarungen, um Rechte und Pflichten klar zu regeln, stattfinden. Und man setzt auf die Digitalisierung. Also an der Stelle eigentlich einer der wichtigsten Punkte, wo man ganz klar sagen kann, okay, Digitalisierung würde vor allem die Verwaltungskosten von aktuell ca. 5 Milliarden pro Jahr massiv reduzieren. Jetzt ist es auch natürlich hier ein spannendes Thema und zwar an der Stelle mit Blick auf das Bürgergeld. Hier geht es natürlich um das Thema Wachstumschancengesetz, hier mit Blick auf ein homöopathisches Mittel, aber auch das Interview mit Christian Lindner hier in der FAZ. Und es geht natürlich auch hier um das Thema Bürgergeld. Und zwar, wir brauchen eine fordernde Arbeitsmarktpolitik gegenüber denjenigen, die das Bürgergeld als bedingungsloses Grundeinkommen missverstehen. Und hier natürlich hat Marco Buschmann von der FDP, der aktuelle Justizminister, ein Entlastungspaket vorgestellt, das die Bürokratiekosten auf ein Alternativ senken. Mehr wäre aber denkbar, wenn das Lieferkettengesetz entschärft wird. Was bedeutet auch das wieder? Hier hätte Union und FDP schon mal einen gemeinsamen Nenner und ich sag's mal so, aufgrund der aktuellen Umfragen auch eine sehr, sehr breite Rückendeckung in der Basis. Denn eigentlich nur noch Fans vom bedingungslosen Grundeinkommen halten hieran wirklich fest am Bürgergeld in der heutigen Form. Und es ist nicht nur so, dass man ganz klar sagen muss, das ist ein Missverständnis. Es gibt viele, die sich aktuell im Bürgergeld auch eben aufhalten, weil sie sagen, naja, damit kann man ein nices Leben machen. Vor allem, wenn man 1, 2, 3 Kinder hat, dann steigen natürlich die Werte, die Wohnungswerte und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch mittlerweile die ein oder anderen Atlas-Tipps, wo man ganz klar sagen kann, in dieser Region bekommst du am meisten für im Grunde dein Bürgergeld. Und man ganz klar sagt, zieh dahin, du kriegst eine günstige Wohnung. Das heißt, dort hast du im Grunde auch einen höheren Quadratmeterbereich, kannst im Grunde hier vielleicht auch eine schönere Lage und sonstiges mit dazu haben. Das ist durchaus möglich. Natürlich gibt es hier immer unterschiedliche regionale Themen, die relevant werden. Ganz klar ist aber auch, man muss natürlich hier auch schauen, wie das Ganze in der Zukunft weitergehen soll. Denn ganz klar ist für die Union, dass man sagt, okay, man möchte hier auch den kompletten Strich dahinter ziehen. Dann sagt, okay, wer nicht mitspielt, der fliegt raus. Weiterhin soll es aber Wohngeld, Heizungs- und Stromkostenzuschüsse geben, sowie einen Schutz für Partner und Kinder. Das heißt, man möchte hier nicht das auf dem sozialen Rücken der Kinder austragen. Aber durchaus spannende Themen, wobei man sagen muss, vielleicht einfach mal das Bürgergeld hier, wie gesagt, so reformieren, dass man auch sagt, Bezahlkarten, dann natürlich hier schauen, wirklich das Minimum zu reduzieren, weil einfach, wie gesagt, viele Themen hier nicht relevant werden. Vermögensthema ist auch entscheidend. Plus zudem, man muss ganz klar sagen, wer bisher nie in das System eingezahlt hat, der muss mindestens 5 Jahre zum Beispiel warten, bis er Anspruch auf Bürgergeld und Arbeitslosengeld und sonstiges bekommt. Das wäre durchaus ein netter Anreiz, den ja die CSU bereits gefordert, wo man ganz klar sagen kann, wenn man hier so weit geht, dann hat man hier wirklich auch die breite Bevölkerung hinter sich. Was ist deine Meinung? Schreib's uns unten in die Kommentare.